Bewegt. Will ich ja mal nichts gesagt haben. Ah. Frau Moira gibt mir echt auf den Geist. Du siehst mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, würde mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, blöd kann man eigentlich sein. Wer ist da? Aha, also heißt seine Frau heißt Moira und sein Sohn heißt Patrick. Der gute Patrick. Wir glaubten, uns vor dem göttlichen Blick verbergen zu können. Ja, wieso auch nicht? Oh, das trifft sich doch ganz gut gerade. Ach, da kommt keiner. Wieso nicht? Weil die schon da unten ist, ne? Hä, wieso ist die alleine? Wieso ist denn er? Hä? Was zum Teufel ist denn da los? Ich schicke dir die Pest! Das ist ja. Hä? Verdammt, ich bin tot. Nee, ey, aber. Was ist bitte passiert? Auf einen. Also, ja, gut, ich bin gestorben, ist klar, aber. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass einfach eine Delicist einfach so irgendwo rumsteht. Ja, wahrscheinlich wurde der Big Daddy irgendwie nach oben transportiert, weil ich da halt gespawnt bin und irgendwas Wirres ist geschehen auf jeden Fall. Split Party. Ach ja. Schockierend. Wo ist denn der gute Peach nochmal gewesen? Ach genau, der war hinter diesem Geschütz. Aber es ist immer so nervig, dass man sich dann jedes... Das ist neu. Wrench Lurker. Wenn Sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als Sie, müssen Sie jeden Vorteil nutzen, den Sie bekommen können. Mit Wrench Lurker sind Sie im Vorteil, wenn Sie Ihre Gegner umbereitet... Okay. Schön. Wrench Jockey, Wrench Lurker. Wir alle haben Rechnung. Habt ihr das gesehen? Wow! Das ist mein Kind, nicht dein! Hast du keine Ahnung? Komm von der Decke runter! Wieso ist der so stark? Wieso? Wieso? Und wieso müssen die doch so hässlich sein? Ja. Komm schon. Du hast eh keine Chance gegen mich. Rabbel, die Krabbe. Ah. Die ist sogar ganz schlau. Die kühlt sich im Wasser ab. Die ist zwar trotzdem eine verkohlte Leiche, aber... Wenigstens kann man sie noch ganz gut ansehen. Oh, komm schon, Baby. Ja, Antipersonenmunition, ehrlich. Das wird mir jetzt zu blöd. So. Meine Güte. Na, sehr gerne. Yeah! Jetzt schreit sie wahrscheinlich nochmal, wenn sie stirbt. Nee, das ist so. Ach, ja. Wieso müssen sie nur immer so schreien? Na naja, gut. Gehen wir erstmal zu unserem besten Freund Peach und geben ihm die Schnappschüsse. Klopp, klopp. Wer ist da? Ich hab schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Ja. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Ich hab Kartoffelchips für dich. Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Okay. Wenn du meinst, Kumpel. Bevor du in die Fische
Fabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Bleib bloß die Augen offen. Ja, natürlich. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Na, wenigstens eine Sache. Super. Alle deine Waffen reinlegen. Was tue ich? Ja, meine Rohrzange behalte ich natürlich. Das ist ja überhaupt keine Waffe. Das ist ein technisches Gerät. Das weiß doch jeder. Vielleicht kann ich mehr Autohacker haben. Ui. Was ist denn da passiert? Oh oh. Was ist denn jetzt los, Mann? Ich fühle mich hier unwohl. Peach? Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ein Penner? Überleg dir mal ganz genau, was du sagst, Kumpel. Atlas, ihr gehört uns! Wow! Uns! Alter! Beide auseinander! Du wirst auseinander! Du hast ja einfach nur keine Hobbys, Junge. Stirb gefällig! Was? Ein Foto? Wieso habe ich ein Foto geschossen? Nitro. Peach Wilkes ist ein Nitro-Splicer. Jetzt wissen wir es alle. Das ist mein Kind. Oh Gott, es gibt noch viel mehr. Wie sind hier so viele? Wieso tut ihr mir das an? U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt. Stefan nicht mit der Nase aufgestoßen. Eieiei. Wo ist denn der Peach? Oh, alles brennt, alles brennt. Ich will nicht mehr. Oh mein Gott! Irgendwo war hier waren meine Kandarren hier. Aber ich weiß gerade nicht mehr wo und wo überhaupt Peach ist. Peach! Ah, hier. Wow. Ist mal alles durchgeschaltet. Aber irgendwo muss er ja umgekippt. Ah, da ist er. Ja, er hat nämlich ein bisschen viel Kohle für einen normalen Splicer dabei. Sag mal, willst du mich denn hier verarschen? Schluck das! Ja. Ach ja, aber hier gab es ja auch schöne Sachen. Wenn man genug... Ifers... Ich hab's für dich getan, Vater! So spricht Gott! Ah, der wartet doch da einfach nur jahrelang, um hinter diesem Teil hervorspringen zu können. Weil es einfach zugefroren ist. Also was sind das denn hier für Menschen? Sind das überhaupt Menschen? Naja. Das ist wieder mal eine andere Frage. Boah. Ah, hier ist noch was. Immer alle Eishaufen wegschmelzen. Dann findet man richtig schönes Zeug. Ja, hier wartet ja natürlich keiner mehr auf mich. Aber hier gibt es so viele Autohacker und ich kann einfach keinen einzigen davon mitnehmen. Das ist so... Oh. Hängst ein bisschen ab. Das ist so was von schlimm. Einfach nur Verschwendung. Naja, aber... Zumindest gibt es ein bisschen Munition. Ja. Hier kann man die Temperatur einstellen. Aber das haben wir überhaupt nicht nötig. Es fühlt sich nicht butterwarm. Wie bitte? Ich verstehe die Leute immer so schlecht. Wenn sich meine Schrotflinte einfach entlädt. Ha, ja. Aber was hat das schon damit zu tun? Oder vielleicht hat das was miteinander zu tun. Wer weiß das schon?
Naja, aber zumindest sind die alle ganz cool hier. Besonders der hier, der hat sich schön einfrieren lassen, um dann in einer neuen Ära neu zu beginnen. Richtig, Kumpel? Das war doch deine beste Idee ever. Das sehe ich dir direkt an. Steht da? It was F. F. Fontaine vielleicht? Was ist das denn für ein Teil? Ach, nur so ein Abzeichen. Ja, vielleicht was Fontaine, vielleicht auch nicht, ist ja auch egal. Okay. Dann. Machen wir uns auf und retten die Familie von Ad. Wo ist eigentlich unsere verdammte Munition? Ist das euer Ernst, Leute? Diese Pisser haben. Ah, die ganze Spezialmunition ist weg. Nein. Ihr seid scheiße. Ganz ehrlich, ihr seid richtig kacke. Oh, man, wieso klauen die denn an dieser Stelle diese hart verdiente komplette Munition? Ich behalte sie alle im Auge. Ich hatte doch volle Lager. Das darf nicht wahr sein. Die Roten. Ich Hände hoch, Hände hoch. Hände hoch. Wow. Wenn ich weh, dann tue ich dir auch nicht so sehr weh. Dann mache ich deinen Tod kurz und schmerzlos. Vor allem mit diesen ganzen verdammten Autohackern hier. Wow. Das ist voll mit Bibeln. Feuer unterm Hintern. Von Peach. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Ach du Kacke. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Yeah. Power to the people. Fontaine Futuristics. Open for business. Ach, das sind die besten Automaten. So, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was ich zuerst. Ja, ich denke schon. Dann mache ich nämlich das erste Mal die verdammte MG sinnvoll. Denn ich will mal kurz demonstrieren. Zielen. Und schon hänge ich nach 10 Kugeln hänge ich an der Decke. So, und dann nehmen wir die MG-Rückstoßverringerung. Demonstration. Also, ja gut, das ist. Ehrlich gesagt ist es ein bisschen übertrieben. Schon so leicht. Also ich meine. Hier, nach 10 Kugeln hänge ich unter der Decke und jetzt. Fast nichts mehr. Einfach nur gut. Jetzt ist nämlich diese Waffe von absolut Kacke zu absolut genial aufgestiegen. Danach einfach nur noch diese MG die Schadenssteigerung reinhauen und dann ist es perfekt. Oh, was haben wir hier? Du kannst nicht aussteigen. Fontaine wird dich finden. Nicht nur vor Zerstören. Na, wart mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Ja gut, die genetischen Erinnerungen. Ah, schön, dass die Kisten alle so voll sind. So voller Scheiße. So. Also lang... Ihr auf irgendwen Scheiß. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Ja, Mann. Wow. Schmugglerversteck. Ich wusste gar nicht, dass es lädt. Rüste deine Waffe an einer Allermacht-dem-Volke-Station auf. Also Power to the People ist natürlich viel... Power to the People-Station ist natürlich viel besser. Aber dann retten wir etwas Familie in der nächsten Folge. Schaut wieder rein. Ciao.